Dann erstmal Lambert, bevor wir Eske suchen, glaube ich. Es ist nur noch die Frage, ob es irgendwie Nebenquests gibt. Weil sobald wir aus Kermorn rausgehen, das wird ja nicht so klein sein. So. Lambert, Schnuckiputz. Hallo? So, ich wäre dann soweit. Hi. Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Na, sicher doch. Den je vergessen. Ach, es ist... Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Das klingt voll nach, Kakashi. Gehört, wie du ihn nachhilfst? Ja, der alte Mann findet das nicht witzig. Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht gepflegt? Ach, das war der Durchbruch von Savola. Mich stört's aber nicht. Ja, mach das mal ganz. Belagerung starten. Und ich hab eine Abkürzung zum Teich. Boah, der Maul. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Warum? Was hast du gegen Kermorin, du Sack? Ist mir direkt noch unsympathischer. Lappen. Dein lieber Eske. Mit der Stimme von Dr. Cox. Ich weiß gar nicht, hat der die in diesem Spiel noch? Schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot vertreut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Was meinst du? Jetzt ergibt das Sinn. Nicht fallen, bitte. Ist schön hier. Schön gefährlich vor allem. Da habe ich irgendwie zwei falsche Tasten gedrückt. Lauf doch mal ein bisschen, Junge. Musst du ja nicht am Hintern kleben, nur damit du weiterläufst. Das aber hier auch besser bauen können. Wir sind ja weder Zimmermänner, Schreiner noch Maurer, oder was haben sie gesagt? Das ist echt hübsch hier. Hier lässt sich's leben. Es müsste nur noch Tag und sonnig sein. Na, ab hier. Sind tatsächlich auf mein Level hochgesetzt. Können trotzdem noch nichts. Aber so krieg ich gleich mehr EP. Bringt überhaupt EP? Sieh einer an, ich bin beeindruckt. Wo hast du diese Tricks? In derselben Schule wie du, du Lappen. Ich hab sie von einem Meister in Serikani gelernt. Die Serikanische Sonne oder so? Erzähl das deiner nächsten Zauberin. Serikanische Sonne ist irgend so ein Skill, den man... Irgendeine Schwertkunst, über die man am Anfang ausgefragt wird in Witcher 1. Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Aber es gibt nicht genug verschiedene Wege. Das hätten sie auch mal hier rüberbringen können. Verdammt! Hab's genau hier vertreut. Ich schwör's. Oder Neues. Bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Mhm. Ja, vor 5 Tagen. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Ist er denn da aufgekommen? Ach, deswegen die letzte Prüfung, in der Prüfung des Medaillons, Alter. Ach, das war Blutmus, ich dachte. Ich hätte doch einfach das da flicken können. Na, wer möchte sterben? Oh Gott, Atronen auf mein Level hochgesetzt, das gefällt mir ja gar nicht. Lambert, fangen Sie bitte an, nützlich zu werden. So ein großer, ne? Ne, nicht. Ich dachte, wie heißen die denn? Verderber, die mal explodieren?
besser werden. Das hat uns gerade noch gefehlt. Seine Sumpfschrulle. Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein, hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur zwei Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Mhm. Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb eines Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wesemir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Es geht nur mal darum, dass Hexer während der Prüfung sterben, die nicht stark genug sind. Sonst beschmutzen sie vielleicht doch einfach. Ich nehme das Ruder. Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Weil sie vielleicht auch nach Regen aus. Ihren Ruf zu verteidigen haben. Und Hexer gelten ja immer schon als gefürchtet. Ach, jetzt kommt wieder so ein Quatsch hier. So, wo ist die Höhle? Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung. Sieht aus wie das andere. Das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Na, viel gibt's hier aber echt nicht zu gucken, ne? Zwei Fragezeichen. Hier eine Garnison, da noch ein Weg. Muss ich jetzt den ganzen Weg längs lang fahren? Das ist ja nicht dein Ernst. Hier kommt gleich wer mit. Oder sind die unter uns? Dann sind es keine Apien. So dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mutterwitz, bitte. Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Ach, das geht noch weiter. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Er redet nicht viel, wenn dann ist er barsch. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Doch, gerade ich. Okay, fast da. Jetzt bin ich gespannt. Hätten sie jetzt aber auch sparen können, diese Passage. Nur wegen dem Gedicht oder was? Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Ist Speerspitze immer noch da unten? Ich frage mich, was Speerspitze ist. Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Wie geht der rein? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer... Weckst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Ah, Hilfe! Hilfe! Hörst du das? Göttling. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Lass uns nachsehen. Sicherheitshalber. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest. Nicht nur fast. Na schön, gehen wir. In ausschließlich jedem. Das war ein Junge. Hey, kleiner Mann. Keine Angst, du bist in Sicherheit. Na schön, du hast recht gehabt. Meine Zunge wird angefallen. Was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge.
Wow. Ist das so unspektakulär. Die dann einfach standen. Oh. Da war er gerade gut gekontert. Das tat ja weh. Ne, machen wir das nochmal. Da ist jetzt alles auf mein Level hochgesetzt. Ich bin schon nicht der beste Kämpfer in diesem Spiel. Weil ich ein verdammter Kacknut bin. Alter, hör doch mal auf. Sind denn nicht? Ich hasse Neblinge. Alter Vater! Ich hätte diese Einstellung nie machen sollen. Ich muss vorsichtiger spielen. Haut der eine schon wieder ab. Dass sie sich immer direkt unsichtbar machen können, obwohl ich sie gerade vorher getroffen habe. Stirb, Bitch. Ah, das gibt es doch nicht. Ich brauch Donner. Nein, nein, jetzt hier unten. Oder hat er ihn jetzt gestunt? Das ist schon mal gut. Das sind vier, oder? Da kommt da immer einer mehr. Der Liebling ist hier. Wer hätte das gedacht? Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Rittersporn sollte besser über Lambert, den klugscheißenden Hexer, singen. Finde ich auch. Besser als einfältig. Klugscheißer leben länger. Ich glaube nicht, wenn sie zu großes Maul haben. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Ach du Scheiße. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht... Ich nehme Kermoin dann übrigens im Real Life ohne... Es reicht. ...Psychosen. Ich hätte jetzt gerne wieder Tag. Wow. Muss ich die Prüfung hier echt bei Nacht machen? Tarris, das Umland hier von Kermoin, schöner. Also wir haben jetzt noch morgen, jetzt ist hier ein bisschen neblig natürlich, auch ohne Neblinge. Aber wir sind ja auch an einem See.